Gut, dann können wir beginnen. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, die die Veranstaltung über den Livestream verfolgen, ich begrüße Sie im Namen von ProSchweiz sehr herzlich zu dieser Abendveranstaltung. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich an einem Dienstagabend unserer Einladung Folge geleistet haben. Das ist nicht selbstverständlich, dafür danken wir Ihnen. Aber das Thema ist ja auch wichtig. Der Stand der Verhandlungen zwischen der EU und nicht etwa Europa, wie immer kolportiert wird, unterscheiden wir strikt zwischen der EU, wo wir nicht Teil sind, und Europa, wo wir selbstverständlich dazugehören. Und der Schweiz ist eine Blackbox. Aber immer wieder sickern Details durch. So hat die EU kürzlich verlauten lassen, dass weitere Zugeständnisse, wie etwa die Steuerung der Zuwanderung, nicht möglich sind. Unsere Verhandlungsführer versuchen krampfhaft zu beschönigen und sich in irrelevanten Nebenthemen zu verlieren, anstatt standfest auf den für uns entscheidenden Punkten zu beharren. Trotzdem stellen verschiedene Exponenten von SP, Grünen, Grünliberalen, Mitte und leider auch einzelne FDP-Mitglieder das Abkommen als alternativlos dar. Wenn ich Frau Nationalrätin Schneider-Schneider zuhöre, habe ich manchmal das Gefühl, Trudi Gerster stehe vor mir. Verharmlosend oder sogar arglistig wird das Abkommen als bilaterale 3 angepriesen. Das Abkommen, basierend auf dem sogenannten Common Understanding, ist kein Vertrag auf Augenhöhe, sondern ein Unterwerfungsvertrag. Gessler lässt grüßen. Wer leichtfertig akzeptiert, dass die politische Souveränität durch Aushebelung der direkten Demokratie sowie die Steuerung der Zuwanderung aus der Hand gegeben wird, handelt grob fahrlässig oder, wie es kürzlich ein Bekannter von mir formuliert hat, steht unter Drogen. Es ist klar, dass Güppli-Sozialisten aus Eigennutz gerne in Brüssel weilen und dafür sogar unser Land opfern. Leider unterstützen auch Economie Suisse, der Direktor der Swissmem, Stefan Bruppacher, die Mitte-Politikerin Schneider-Schneider, sowie der Unternehmer Simon Michel, um nur einige zu nennen, leichtfertig diesen Unsinn. Wir wollen heute deshalb einige zentrale Punkte des Abkommens Stand heute beleuchten und der Frage nachgehen, ob das Abkommen wirklich alternativlos ist. Bevor wir beginnen, mache ich Sie noch auf die Initiative von Kompass Europa aufmerksam. Der Geschäftsführer Philipp Erzinger sitzt hier in der ersten Reihe. Er hat ein Roll-up montiert und er hat Formulare für diese Initiative da. Meine Damen und Herren, diese Initiative, auch wenn sie nicht aus unserer Küche kommt, ist sie trotzdem super. Die müssen wir unterstützen. Ich bitte Sie alle, die das noch nicht unterzeichnet haben, heute zu unterzeichnen. Das ist wichtig. Die Rückwirkungsklausel in Bezug auf ein Abkommen mit der EU kann nur so wirksam bekämpft werden und vor allem, wenn wir ein obligatorisches Referendum damit erzwingen können. Also ich bitte Sie, das zu unterstützen. Ich freue mich nun, Ihnen die heutigen Podiumsteilnehmer vorzustellen. Franz Grütter, Nationalrat, sei herzlich willkommen. Katja Riem, Nationalrätin, auch du, herzlich willkommen. Professor Beat Kappeler, seien Sie uns herzlich willkommen. Hans-Uli Lehmann, Unternehmer und Mitglied des Vorstandes von ProSchweiz, auch du, herzlich willkommen. Und dann wird noch speziell zum Thema Gessler
Altnationalrat und Altständerat Adrian Amstutz einige Worte an uns richten. Wo bist du? Ja, dort. So. Nun habe ich die große Freude, das Wort Professor Beat Kappeler für sein Einführungsreferat zu übergeben. Darf ich Sie bitten? Okay. Ich bekenne mich schuldig, aus einer Flasche zu trinken, deren Deckel nicht angemacht ist. Obwohl die hohe EU-Kommission das vorschreibt. Aber offenbar exportiert der Hersteller dieser Flaschen nicht in die EU oder er hat zwei Produktionslinien, eine für die Schweiz und eine für die EU. Sie sehen, Vorschriften der EU komplizieren die Sache für einen Hersteller. Sie verteuern sie, wenn er zwei Produktionslinien hat und diese spezielle Vorschrift, dass Flaschendeckel angeheftet sein müssen, folgt ungefähr dem Spruch, den ich einem Obersten in WK einmal an den Kopf warf, als er Hemdenknöpfchen kontrollierte. Ich sagte, jeder kontrolliert, was er versteht. Also, das ist nur ein kleines Beispiel, ich beginne etwas systematischer. Die drei Fußangeln eines neuen Rahmenabkommens. Im Vertragsentwurf, den wir ja im definitiven Text noch nicht kennen, wird die dynamische Übernahme des gesamten Binnenmarktrechts der EU, inklusive Freizügigkeit, wie gesagt, eintreten. Die Schweiz verliert ihre souveräne Gesetzgebung für einen großen Teil der Inlandsgesetzgebung. Das gibt es in keinem Handelsvertrag. Zweitens soll der Europäische Gerichtshof, das Gericht der Gegenseite, das letzte Wort bei Streitigkeiten haben. Das gibt es in keinem Handelsvertrag. Drittens soll die Schweiz hohe Kohäsionszahlungen leisten, was kein Handelsvertrag kennt. Das kurz zum Skizze. Als noch kleinere Einleitung, man muss den Vertragspartner kennen, wenn man einen Vertrag schließt. Die EG, die Europäische Gemeinschaft vor der EU, hat 1987 beschlossen, dass Binnenmarktrichtlinien, also Gesetze für den Binnenmarkt, mit bloßer Mehrheit beschlossen werden können im Ministerrat und nicht einstimmig. Sofort setzte eine Riesenwelle von Richtlinien durch die EU-Kommission ein, welche vom Ministerrat durchgewunken wurden. Alles wurde als binnenmarktrelevant erklärt, auch die unsinnigsten abseits liegenden Sachen. Diese Verrechtlichungswelle ist marktfeindlich, denn man will ein Level Playing Field, gleiche Spieße für alle herstellen. Alle Firmen haben genau gleich gegeneinander anzutreten und dürfen ihre Angebote nicht nach ihrem Gusto variieren. Sie werden das dann noch sehen. Schlimmer noch, wenn wir die EU skizzieren, die EU hält ihre Versprechen nicht ein. Und der EuGH schafft neues Recht ohne Auftrag, ja, er bricht EU-Recht sogar. Gebrochene Versprechen der EU sind, der Euro solle so stabil werden wie die D-Mark früher, gebrochen. Die EU dürfe keine eigenen Schulden machen, gebrochen, sie macht massiv Schulden.
Die Euro-Länder sollen sich an Budgetregeln halten, Maastrichter Vertrag, gebrochen, 1999 festgelegt. Frankreich verspricht jetzt bis 2029, 30 Jahre später, diese Budgetregeln vielleicht erfüllen zu wollen. Es wurde besprochen, dass 800 Milliarden neue Schulden durch die Mitgliedsländer aufzunehmen sind und durch die EU verteilt werden als einmalige Schuldaufnahme. Jetzt im neuesten Report von Draghi, vor einem Monat bekannt geworden, wird gesagt, jedes Jahr sollen Hunderte von Milliarden neue Schulden durch die EU-Mitgliedsländer zu Handen der EU aufgenommen werden. Also ein sehr unzuverlässiger Vertragspartner. Der Europäische Gerichtshof selbst setzte ohne Mitgliederbeschluss das EWG-Recht 1964 über die Gesetze der Mitgliedsländer und 1970 über die Verfassungen der Mitgliedsländer. Das wurde nie beschlossen, aber der Europäische Gerichtshof hat das festgelegt. Er hat die enorme Geldsause der Europäischen Zentralbank, die zu 10% Inflation führte, gebilligt. Kurz, der Europäische Gerichtshof hat noch immer zugunsten der schärferen Variante der Integration geurteilt und nie der weicheren und wird das weiter tun. Ich komme zum Hauptpunkt meiner Ausführungen, die nicht die Zuwanderung betreffen, das werden andere tun, im Podium auch. Ich komme zum materiellen Gehalt der Richtlinien, welche die EU-Kommission durch den Ministerrat seit etwa 5, 6, 7 Jahren durchpeitscht. Beispiele. Die Binnenmarkt-Notfall-Instrument. Im September jetzt angenommen, die EU-Kommission kann bei Lieferschwierigkeiten und Notlagen wie Covid oder Lieferkettenunterbrüchen Zuteilungen beschließen, Kontingentierungen beschließen, Informationen verlangen und so weiter. Die EU ist damit bei der Diagnose des Juristen und Verfassungsrechtlers Karl Schmidt angekommen. Wer den Notfall verfügen kann, ist der Souverän. Im September beschlossen, die EU ist spätestens seit September souverän über die angeschlossenen europäischen Länder. Zweites Beispiel, die Reparaturrichtlinie. Vor 2 Jahren beschlossen, wird alle Firmen zwingen, die Geräte zurückzunehmen. Das ist die typische EU-Regelwut. Für alle Vorschreiben als Level Playing Field, was die einzelnen Firmen machen können oder nicht machen können, im Wettbewerb. Die eine bietet es an, die andere nimmt nichts zurück. Das kann ich als Konsument dann beurteilen und entscheiden. Nein, es ist vorgeschrieben. Die Ökodesign-Verordnung verbietet ab 2030 die Vernichtung von Kleidern und Geräten, die unverkauft bleiben. Sie erlaubt der Kommission, eine Fülle von Produktvorschriften mit nationalen und europäischen Marktüberwachungsbehörden ohne weitere Ministerratsbeschlüsse. Man wird dann wahrscheinlich die unverkauften Sachen, die man nicht einstampfen darf, auch den Afrikanern vor die Haustür werfen, wie heute schon die Kleider. Eine Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß einer Richtlinie, die seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist, zwingt alle Firmen über 250 Mitarbeitern oder 40 Millionen Euro Umsatz jährlich in 1.144 Punkten zu berichten, woher sie die Materialien haben, wie sie Mitarbeiter einstellen, behandeln und so weiter und Menschenrechte einhalten. Und die Richtlinie räumt dazu den Nichtregierungsorganisationen Klagerechte ein, also Gewerkschaften, den Grünen, Menschenrechtsorganisationen und so weiter können die Firmen mit Klagen eindecken. Vielleicht eine kleine Frage. Haben Sie über diese Richtlinie, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 erwähnt, haben Sie von denen in der Schweizer Presse, in den Medien gelesen? Die Schweiz dispensiert sich
als Nichtmitglied über die EU-Entwicklung sich überhaupt zu informieren. Und das jetzt mit diesen neuesten Richtlinien zu einem Zeitpunkt, da gemäß Bundesratswunsch die Übernahme all dieser Richtlinien durch die Schweiz vor der Türe stehen soll und künftig für alle noch unbekannten solchen Richtlinien gelten soll. Dynamische Rechtsübernahme. Und niemand weiß irgendetwas, niemand liest irgendetwas, niemand diskutiert das, weil wir nichts darüber wissen, weil unsere Medien versagen. Nächster Punkt, Lieferkettenrichtlinie. Auch soeben erst angenommen, diesen Sommer, wird in 5 Jahren größere Firmen zwingen, alles zu dokumentieren, rückverfolgen zu lassen, was auf Nachhaltigkeit oder Arbeitsbedingungen einwirkt. Riesenbußen und Klagerechte wiederum von Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und so weiter sind vorgesehen. Mindestlohnrichtlinie greift in nationale bewährte Tarifverhandlungen ein, schafft viele Überwachungsinstanzen über die Mitgliedsländer und wird von ernsthaften Juristen krass für illegal gehalten. Der Digital Services Act erlaubt der Kommission, in digitale Dienste, auch Social Media, einzugreifen. Eine eigentliche, würde ich sagen, Zensur kann ausgeübt werden. Enorme Meldepflichten, Vorschriften, Überwachungen sind vorgesehen. Innovation, wie sie in Amerika laufend geschieht, wird es schwer haben. Die Amerikaner werden den Europäern noch weiter davonfliegen. Deswegen und wegen der riesigen, schon bisherigen Kartellbußen droht Apple in seinen Apparaten für Europa keine künstliche Intelligenz einzubauen. Die EU wird ein digitales Reservat. Gestern bei der Apple-Pressekonferenz noch einmal bestätigt mit den neuen Produkten und neuen Programmen. Ich komme zum fast letzten solchen Punkt. Die entwaldungsfreien Lieferketten, Deforestation Act, verlangen umfassende Abklärungen, ob Erzeugnisse entwaldungsfrei sind. Alle anderen sind verboten. Auf massiven Protest der EU-Handelspartner ist das jetzt für ein Jahr herausgeschoben worden. Brasilien, Indonesien, Indien, Australien, alle die Lieferanten von Rohstoffen und Rohprodukten sind auf die Barrikaden gegangen, denn das wirkt ihnen das gesamte Geschäft ab. Und die EU-Kommission entscheidet, was künftig noch nach Europa kommen darf. Und damit natürlich auch in die Schweiz, wenn wir das unterschreiben. Ich habe die Flaschenkopfrichtlinie erwähnt. Ebenso und weitgehend unbekannt die Cookie-Richtlinie. 450 Millionen Europäerinnen und Europäer und mir immer auch, wenn wir eine europäische Webseite anklicken, und das ist da täglich 6, 7, 8, 9 Mal der Fall, müssen die Cookies wegklicken. Wird verlangt, war früher nicht so. Und wie bei der Reparaturrichtlinie kann hier jedermann selbst ein Schutzprogrammchen, das vorhanden ist im Internet, anrufen, einbauen. Ich habe das und es meldet mir jeden Tag die Schutzschild. Der Schutzschild hat 17 Tracker verhindert, in ihren Computer zu kommen. Aber nein, man überlässt das nicht dem Einzelnen, sondern eine Rasenmäher-Richtlinie legt das fest. Auf alle Autofahrer im Kontinent blickt seit 2 Jahren eine Kamera im Auto, wie er sich verhält, ob er einschläft und so weiter. Ich hätte nie geglaubt, dass sich ein gebildeter, auf freien Individuen beruhenden Kontinent sich solches gefallen lässt. Aber er tut es. Die wenigsten wissen es übrigens. Alle diese Zwänge, ihre laufenden Verschärfungen, alle noch unbekannten künftigen neuen solchen Richtlinien, die gehen weit über unsere freiheitliche Marktordnung hinaus und kommen zu vielen älteren Vorschriften dazu, Betriebsräte, Arbeitszeiten, Mindestlöhne, Zugang zum Sozialschutz, Austausch von Finanzen und so weiter und immer für alle Firmen. Auch für die, die nicht in die EU exportieren, wenn das übernommen wird, müssen das alle machen.
Es entsteht dadurch eine Bürokratie in Millionenhöhe bezüglich Personal, denn es entsteht nur, es vergrößert nicht nur all diese Marktüberwachungsbehörden, die ich erwähnt habe und so weiter, sondern jede einzelne Firma, die betroffen ist, muss intern eine Bürokratie aufbauen, um all diese Punkte zu verfolgen, zu dokumentieren, diese 1100 Punkte jährlich zu berichten. Das schafft ein Heer von unproduktiven Stellen, verkompliziert die internen Abläufe der Firmen. Und wenn einige Schweizer Gerätehersteller, vor allem ein lärmiger Gerätehersteller aus Burgdorf, meinen, wegen ein paar Zulassungshürden in der EU wolle man lieber gleich den ganzen Wust all dieser Richtlinien übernehmen mit dynamischer Rechtsübernahme, dann täuschen sie sich gewaltig. Denn was da käme, wäre 70-mal schwerwiegender als die paar Zulassungshürden, die bestehen ohne einen derartigen Unterwerfungsvertrag. Und schließlich ein wichtiger Punkt, wenn man diese Richtlinien liest, aber ökonomisch wie es die Arbeitgeberorganisationen, müssten sie eben im Detail lesen, wobei im Detail unter dem Titel aller dieser Richtlinien, die ich erwähnt habe, steht immer von Bedeutung für den EWR. Also die Länder des EWR, Norwegen, Island, Liechtenstein, müssen das sowieso automatisch übernehmen. Und niemand kann mir ausreden, dass wenn wir die dynamische Rechtsübernahme unterzeichnen würden, dass dann die Schweiz verschont werde. Das würde genau gleich heißen von Bedeutung für die integrierte, mit einem weitestgehenden Vertrag angefesselte Schweiz. Wenn Funktionäre von Economy Suisse und Arbeitgeberorganisationen heute abwiegeln und sagen, ja, das kommt wahrscheinlich nicht, dann muss man einfach sagen, darüber entscheiden nicht diese Funktionäre, wenn der Vertrag mal da ist, sondern darüber entscheidet die EU-Kommission. Das ist dynamische Übernahme. Ich schließe mit dem Ausblick, kurz Ausblick. Im August und September haben Draghi, ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank, einen Auftrag abgeliefert. Er musste einen Report schreiben. Wie hieß der? Er hieß The Future of European Competitiveness, Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Und Ursula von der Leyen hat für die Kommission ebenfalls ein 5-Jahres-Programm voraus bis 2029 abgeliefert, was sie alles machen werden. Und in Draghis Report, was er fordert, und von der Leyen's Programm für die 5 Jahre, ist ein Urschrei nach noch weiteren Verrechtlichungen, Harmonisierungen, Zuständigkeiten Brüssels. Es ist unglaublich, so etwas zu lesen. Ich empfehle Ihnen, das auf der EU-Webseite abzurufen und einmal zu lesen. Ich habe doch selten so einen Rausch an Rufen nach irgendwelchen zusätzlichen Richtlinien, Verrechtlichungen, Vorschriften, Harmonisierungen gelesen, wie in diesen 2 Dokumenten. Und wohlverstanden, es sind Dokumente für die nächsten 5 Jahre. Draghi hat früher und jetzt im Report mehrfach zugegeben, dass die Verschuldung der EU-Länder unhaltbar sei. Im Rapport zeigt er mit vielen Details, wie die EU wirtschaftlich stagniert. Das stagniert wegen all dieser Regeln. Und gegenüber den USA und damit auch gegenüber der Schweiz fällt sie laufend zurück. Die EU strebt außerdem seit längerem eigene Steuermittel an. Sie verschuldet sich bewusst und wenn es dann drückend wird, verlangt sie von den Mitgliedsländern Steuern zuhanden der EU-Kasse, was bisher nur in geringem Maße geschieht. Sie verlangt zum Beispiel 1% aller Firmensteuern, wahrscheinlich, die in den Mitgliedsländern erhoben werden. Und ich denke, dass diese Sammelbüchse nach einem Vertragsabschluss auch auf die Schweiz zukommen wird. Ich schließe also, die Programme von der Leyen und Draghi bestätigen diesen bisherigen, gegenwärtigen und künftigen Volllauf
zum umfassenden Staat, hochreguliert, wirtschaftlich stagnierend, hoch verschuldet und auch sehr überaltert. Die EU als Absteiger der Geschichte, und in dieses Boot sollten wir uns nicht begeben und uns nicht unwiderruflich anbinden. Besten Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich könnte gerade da oben bleiben. Ganz herzlichen Dank, Professor Kappeler, für diese sehr interessanten, aufschlussreichen Ausführungen, die sicher dem einen oder anderen nachzudenken geben. Ich bitte nun die Podiumsteilnehmer auf die Bühne. Reto Brennwald, du kannst übernehmen. Soll ich da sitzen? Darf ich meinen Bildkopf? Ja, vielen Dank, Stefan Rietiker, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein und für Sie diese Diskussion leiten zu dürfen. Das war sehr eindrücklich, was uns Beat Kappeler erzählt hat. Und wir wollen auch die wirtschaftliche Perspektive hier ein wenig ins Zentrum rücken. Wir wollen über Wohlstand, Unternehmertum, aber schon auch über Souveränität sprechen. Ich habe drei Hauptthemen vorgesehen, die auch in der Einladung teilweise skizziert werden. Sind wir tatsächlich stärker in der Zukunft ohne einen solchen neuen Vertrag? Stimmt das Bild von der Unterwerfung? Und wenn wir diesen Vertrag nicht unterzeichnen, wie sieht dann der weitere Weg aus? Was sind die Alternativen? Stefan Rietiker hat unsere Gäste bereits ganz kurz namentlich vorgestellt. Ich mache es noch ein bisschen ausführlicher. Sie sehen ganz am Ende der Reihe Franz Grütter, nicht nur Nationalrat SVP Kanton Luzern. Er ist auch Mitglied der Außenpolitischen Kommission. Er kennt also diese politischen Vorgänge sehr genau. Er war auch Präsident dieser Kommission. Privat ist er ein außerordentlich erfolgreicher IT-Unternehmer. Dann schaue ich auf meine Seite gleich hier nebendran, ist Hans-Uli Lehmann. Er ist Mitglied der SVP, Hotelunternehmer, sehr erfolgreicher Hotelunternehmer, ehemaliger Besitzer der Samsung Hall, einer ganz großen Konzerthalle am Rande von Zürich. Schweizer Handy-Pionier, Gründer von Mobile Zone, ein ebenfalls außerordentlich eindrücklicher Unternehmer. Ich begrüße Katja Riem, sie ist Nationalrätin SVP Kanton Bern, sie ist Winzerin, Landwirtin und Agronomin. Stefan Rietiker kennen Sie, er ist Arzt, Medtech-Unternehmer und natürlich Präsident von ProSchweiz. Beat Kappeler muss ich nicht mehr vorstellen. Sind wir stärker ohne diese neuen Verträge? Wenn man Herrn Kappeler zugehört hat, sagt man natürlich automatisch, ja selbstverständlich, das ist ja schrecklich, was hier kommt. Ich möchte trotzdem gerne einige Argumente ins Feld führen, die wir meistens jetzt von der Gegenseite hören. Hans-Uli Lehmann, die EU ist unser wichtigster Markt. Einen von drei Franken verdienen wir in der EU. Und wenn wir dort Flaschen verkaufen wollen, dann müssen wir sie halt mit dem blöden Deckel verkaufen. Dann müssen wir uns anpassen. Das ist zu kurz gegriffen. Natürlich, die EU ist ein wichtiger Markt, das stimmt. Aber man überschätzt diesen Markt. Es ist interessant, dass wir in der Schweiz für 140 Milliarden, nämlich das letzte Jahr, 140 Milliarden Güter in die EU exportieren. Umgekehrt exportiert die EU für 160 Milliarden Güter in die Schweiz. Jetzt spricht man davon, wir sollten da eine Kohäsionsmilliarde bezahlen für diese 140 Milliarden. Wir können nicht 140 Milliarden exportieren, weil wir eine Kohäsionsmilliarde bezahlen, sondern weil wir gute Produkte haben. Weil die EU unsere Produkte will, die besser sind, einen vernünftigen Preis haben. Darum
will die EU diese Produkte? Jetzt könnten wir umgekehrt ja sagen, oder ich würde der Verhandlungsdelegation empfehlen, ja, wenn die eine Milliarde wollen für 140 Milliarden Marktzugang, dann verlangt doch 1,2 Milliarden für die 160 Milliarden Marktzugang umgekehrt. Aber das ist offensichtlich ein Gedanke, der der Verhandlungsdelegation nicht einfällt. Also wir brauchen weder einen Unterwerfungsvertrag, wir haben ein Freihandelsabkommen, weder Amerika noch China noch Indien hat so einen Vertrag. Alle liefern in die EU, alle betreiben Handel mit der EU. Wir brauchen keinen solchen Vertrag, um mit der EU Handel zu betreiben. Franz Grütter, wenn Sie, sagen wir, nach Amerika liefern oder nach Australien, dann müssen Sie ja die Produkte so liefern, dass Sie sie in Amerika verkaufen können. Das heißt, Sie müssen den amerikanischen Standards entsprechen. Die Gegner sagen, nichts anderes will die EU. Wenn Sie in die EU liefern, müssen Sie halt, weiß Gott, die Standards der EU erfüllen, damit Sie dort verkaufen können. Wo ist das Problem? Gut, also ich meine, ich habe ja Kunden aus der ganzen Welt, namentlich USA. Und selbstverständlich haben diese Kunden, nicht die Staaten, die Kunden haben Auflagen, die kommen mit Vorschriften, die machen, stellen Ansprüche und so weiter. Und die erfüllen wir natürlich. Aber letztlich ist es eben nicht der Staat, der hier plötzlich mit irgendwelchen Vorschriften kommt. Und wir haben jetzt das gehört von Herrn Kappeler, oder man spricht von Richtlinien. Richtlinien ist nach schweizerischem Verständnis irgendetwas, wo man sich daran richten kann oder auch nicht. Aber im EU-Verständnis ist eine Richtlinie ein Gesetz, das der einzelne Staat umsetzen muss. Also das sind alles Gesetze und sie sind alle sogenannt binnenmarktrelevant. Und das, was die Schweiz im Moment verhandelt, würde effektiv bedeuten, dass dann nicht ein einzelner Kunde mir sagt, was er für Anforderungen hat, sondern ein übergeordneter Bürokratie-Moloch diktiert dann quasi, was ich jetzt noch alles zu erfüllen habe. Und das Resultat dieser ganzen Übung sehe ich bei uns so, dass Europa heute eigentlich völlig innovationsmäßig völlig hinten absteht. Also jetzt in der IT-Industrie kommen alle Innovationen kommen aus den USA oder aus China, das muss man hier auch sagen. Und Europa ist bekannt dafür, dass sie eigentlich nur noch regulieren, Gesetze machen und das in einem riesigen Umfang. Und die Wirtschaft, deshalb stagniert ja auch die Wirtschaft. Ich meine, wenn ich jetzt heute wieder lese, was Volkswagen, drei Werke schließen, natürlich sind das wahrscheinlich auch hausgemachte Probleme. Aber nicht nur, das hängt natürlich am Ende des Tages auch mit dieser unglaublichen Bürokratie, die hier aus Brüssel kommt, zusammen. Stefan Rietiker, eine Branche, die sehr stark darauf drängt, dass wir ein Abkommen machen, ist die MedTech-Branche. Sie sind ja in dieser Branche auch tätig oder tätig gewesen, das kennen Sie sehr gut. Einer der Vorzeigepolitiker, die dort eine laute Stimme erheben, ist Simon Michel von der Ypsomed. Und er sagt, das ist unglaublich mühsam ohne eine geregelte Zusammenarbeit mit der EU. Da muss er seine Produkte in der EU neu zertifizieren lassen. Er muss in die Schweiz zertifizieren für andere Märkte, das kostet eine Menge Arbeit, er muss dafür neue Stellen schaffen, er hat dafür 30 überflüssige Millionen ausgegeben. Das ist doch auch keine gute Sache. Also ich muss sagen, Simon Michel kennt offensichtlich die Bestimmungen nicht, oder sonst hätte er nicht 30 Millionen bezahlen müssen. Also im Moment, denke, er ist ziemlich erfolgreich als Unternehmer. Er hat von seinem Vater übernommen, er mag erfolgreich sein, aber es tut mir leid, ich bin 20 Jahre länger in dieser Industrie als Herr Michel und ich habe diese Gesetze gelesen und es geht letztendlich gerade in der MedTech-Branche darum, um den präferentiellen Marktzugang. Und das heißt, dass man Vorschriften einhalten muss und wenn man keine Tochtergesellschaft hat in der EU, dann muss man einen Notified Body bezeichnen, einen Repräsentanten, das kann eine Agentur sein, und man kann dann für wenige tausend Euro genau gleich importieren wie jemand, der den präferentiellen Marktzugang hat. Und darum sage ich, wir brauchen den präferentiellen Marktzugang überhaupt nicht,
Und gerade die großen Firmen wie Ypsomed, ich gehe davon aus, dass die eine Tochtergesellschaft oder mehrere in der EU haben, die haben das Problem gar nicht. Warum will die EU das? Das muss man verstehen. Die EU will, dass man, wenn man Standards nicht einhält, dass sie einem rechtlich am Wickel nehmen können. Und dafür braucht es eine Legal Entity, es braucht eine Gesellschaft. Wenn man keine Tochtergesellschaft hat, dann macht man das über einen Repräsentanten und dem sagt man Notified Body. Und das sind mehrere tausend Euro, vielleicht 5.000, vielleicht 10.000 Euro pro Jahr, die man bezahlen muss. Und jetzt frage ich Herrn Michel, sollen wir für so läppische Summen unsere Souveränität aufgeben für einen präferentiellen Marktzugang, den wir gar nicht brauchen? Und da ist mir einem klar, das brauchen wir nicht. China gibt auch die Souveränität nicht auf, um Produkte in die EU zu liefern. Die USA wird einen Teufel tun, irgendeine Souveränität aufzugeben, um das zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind große Märkte. Natürlich sind das große Märkte. Aber wir haben gerade im MedTech-Bereich, sind wir an der Weltspitze mit der Qualität. Da sind wir viel besser als die EU aufgestellt. Also vertrauen wir doch auf die Qualität unserer Produkte und verzichten auf den präferentiellen Marktzugang. Präferierter Marktzugang ist ein guter Ausdruck, ein gutes Stichwort. Bert Kappel als Ökonom. Was ist der Wert dieses privilegierten Zugangs zu diesem riesigen Markt? Es ist ein Markt von 450 Millionen Einwohnern und wenn ich das so in den letzten Jahren mitverfolgt habe, dann gibt es schon sehr starke Branchen, die sagen, das ist ein riesiger Vorteil für uns, Finanzindustrie, Pharmaindustrie und so weiter. Wie würden Sie diesen Wert einschätzen, dieses privilegierten Zugangs? Ja, der privilegierte Zugang heute beruht auf dem Freihandelsabkommen von 1972. Mhm. Es beruht auf verschiedenen bilateralen Abkommen, die seither geschlossen wurden. Er beruht auch auf dem marktschöpfenden Zugriff der Welthandelsorganisation. Immerhin eine Gerichtsstätte sozusagen, die bei Streitigkeiten zwischen Handelspartnern, also EU zum Beispiel und Schweiz oder Schweiz und Amerika, sagen kann, was gilt, kann Sanktionen verhängen und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiger Wächter über dem freien Handel. Die Schweiz hat schon zweimal, glaube ich, gegenüber Amerika mit der WTO. Sie hat einmal kürzlich gewonnen mit einem Anliegen gegenüber der Europäischen Union. Also so what? Es klappt soweit. Und es klappt, wie gesagt wurde, auch von allen anderen Handelspartnern der EU her, von China, Amerika her, ganz Asien importiert nach Europa. Aber also, da würden Sie sagen, der privilegierte Zugang ist gar nicht etwas, was wir brauchen? Er ist natürlich vom Vorteil wegen des Freihandelsabkommens, das schafft viele Hürden aus dem Weg. Er ist privilegiert wegen der verschiedenen bilateralen Abkommen, aber er ist nicht einfach, sagen wir, existenzschaffend. Wir schaffen das mit diesem Rahmen, ohne einen neuen Rahmen, wie eben diesen Rahmenvertrag oder Unterwerfungsvertrag. Man muss sehen, ich habe erwähnt, es ist nirgends in einem Handelsvertrag sind Koalitionszahlungen vorgesehen, nirgends in einem Handelsvertrag sind dynamische Rechtsübernahme vorgesehen. Nirgends in einem Handelsvertrag ist die Anerkennung des Gerichts der Gegenseite, ausschließlich der Gegenseite vorgesehen. Und warum? Weil dieser Vertrag, den die EU uns anbietet, kein Handelsvertrag ist, es ist ein Integrationsvertrag. Mhm. Mit diesem Vertrag werden wir unverrückbarer und unlösbarer Teil des EU-Binnenmarkts zu deren Bedingungen. Ich komme, wie gesagt, das ist zu viel des Zutritts, weil wir viel zu viel Konzessionen in unserer freiheitlichen Ordnung machen. Ich komme auf die Souveränitätsfrage noch zu sprechen, wie angekündigt. Sie haben mich gestupft, das dürfen Sie jederzeit auch das Wort ergreifen, wenn es wichtig ist, etwas zu ergänzen. Bitte, Herr Lehmann. Du hast nach dem Nutzen gefragt. Die Partners Group hat diesbezüglich eine Studie gemacht, was uns dieser präferenzierte Marktzugang bringen würde. Und die haben mehrere Beteiligungen im MedTech-Bereich. Eine Pizza und eine Cola.
Das ist der Preis für die Aufgabe unserer Souveränität. Und das können wir einfach nicht in Kauf nehmen. Sorry, das verstehe ich nicht ganz. Was heißt eine Pizza und eine Cola? Pro Einwohner würde es eine Pizza und eine Cola ausmachen. Der Nutzen. Der Wohlstandsgewinn. Der Wohlstandsgewinn des präferenzierten Marktzugangs, der gefordert wird. Auf dass wir wissen, von was wir sprechen. Man spricht immer, und man versucht immer den Nutzen, wie kann man den Nutzen definieren? Die sind zwar, natürlich, ich habe die Studie nicht selber gemacht, aber es ist das sprichwörtliche Esau-Gericht aus der Bibel. Genau. Ein Linsengericht. Genau, für das Erstgeburtsrecht. Darf ich auch noch ganz kurz was sagen zu MedTech? Ich meine, am Anfang wurde natürlich dieses MedTech-Horror-Szenario an die Wand projiziert und dann haben alle gesagt, ja, das wird schwierig. Mittlerweile würde ich sagen, 90% der MedTech-Unternehmer haben sich arrangiert und verkaufen in die EU und betreiben erfolgreich Handel. Es sind einzelne Exponenten und Funktionäre, die ein Problem haben damit oder das wenigstens vorgeben und gewisse Dinge verschweigen. Alle anderen haben sich völlig perfekt arrangiert und sehen das genau, wie ich das auch sehe. Danke. Jetzt würde ich gerne Katja Riem einbauen, denn Sie sind überhaupt noch nicht zu Wort gekommen. Sie sind hier als Bäuerin, als Landwirtin, als Winzerin und Agronomin. Warum ist das für Sie ein Thema? Wie sehen Sie das? Ja, vielen Dank. Ich denke, was wir eben häufig vergessen und wir jetzt oft gehört haben, der Unterwerfungsvertrag, der geht eben viel, viel, viel weiter als einfach das gegenseitige Akzeptieren von Standards. Es ist die dynamische Gesetzesübernahme. Und da könnte man jetzt denken, als Winzerin mit ein paar Rebbergen und etwas Weinhandel wäre ich da gar nicht betroffen. Vom Schweizer Wein wird nicht einmal 1% exportiert in die Welt und dann auch nicht wirklich unbedingt in die EU. Also unsere Branche ist da vielleicht etwas ausgeklammert, könnte man denken. Ich habe euch aber auch ein Beispiel mitgebracht. Beim Wein muss in der EU neu die Nährwerttabelle auf die Etikette. Es stehen also neu die Kalorien drauf, die Zuckergehalte etc. Die Vitamine. Genau. Also eine wirklich unglaubliche Regulierung, die man überhaupt nicht verstehen kann. Das wäre nicht geregelt mit dem neuen Abkommen, das müssen wir schon heute übernehmen. Gassi-Dijon-Prinzip, das ist ein Gesetz, das in den bilateralen 2 festgemacht ist und so wird sich die dynamische Rechtsübernahme auch in ganz viele andere Bereiche weiterentwickeln. Also es geht eben wirklich weit, es geht viel weiter als einfach die großen Branchen, die wir jetzt gehört haben, die natürlich sehr wichtig sind, das will ich nicht sagen, aber es wird jeden und jede betreffen, auch in kleineren Ausmaßen. Franz Grütter, von zum Beispiel Kompass Europa und auch von anderen Organisationen, Autonomie Suisse zum Beispiel, wird jetzt neuerdings ins Feld geführt, dass im Vergleich zu früheren Diskussionen, EWR beispielsweise, plötzlich doch weite Teile der Wirtschaft sehr skeptisch sind gegenüber diesen, wie immer man sie auch nennt, bilaterale 3 oder Rahmenvertrag 2.0, gegenüber einem neuen Dachvertrag, sehr skeptisch. Aber es ist doch so, dass in der breiten Meinungsbildung die ganz starken Verbände, Economie Suisse beispielsweise oder Swissmem, die sagen ganz klar, lasst uns verhandeln, wir wissen ja noch nicht, was am Ende herauskommt. Es bringt euch jetzt nichts, schon auf Vorrat quasi in die Totalopposition zu gehen. Also was ich sagen muss, ist, oder diese Kompass-Initiative, die hat einen Stein ins Rollen gebracht und hat eigentlich erstmals aufgezeigt und hat gezeigt, dass es Leute gibt, die mutig sind, die nichts mit der SVP zu tun haben. Bis jetzt hat man ja immer versucht zu sagen, ja, es sind eigentlich alle dafür. Nur es gibt da noch so ein paar altmodische SVPler und dann vielleicht noch so eine Organisation da, Pro Schweiz irgendwo. Und jetzt kommt plötzlich ein Kurt Eschbacher, jetzt kommt plötzlich ein Bernhard Russi, jetzt kommt plötzlich ein Georg Kern, Breitling-Chef, früher GLP, dort ist er ausgetreten, macht dort mit. Und plötzlich kommen, ich sage jetzt einfach mal, ganz normale Schweizerinnen und Schweizer und sagen, oh, wir sollten das nicht tun. Und ich muss einfach sagen, Sie haben es gesagt, ich bin ja in der Außenpolitischen Kommission. Was ich die letzten 3 Jahre erlebt habe in Bern, in dieser Frage, das geht in keine Kuhhaut.
Was heißt das? Ja, also ich meine, am 26. Mai 2021 hat ja der Bundesrat gesagt, fertig. Abbruch, fertig, wir können das nicht unterzeichnen. Und ich erinnere mich zurück, Ignacio Cassis hat gesagt, es wird nie ein Rahmenabkommen 2.0 geben. Und dann erinnere ich mich zurück in Bern, da war ein Riesenaufschrei. Also da wurde Cassis zusammengeschissen und man hat ihm gesagt, er macht alles kaputt, die Wirtschaft geht kaputt, wir müssen mit der EU wieder verhandeln. Und aber dann, es geht ja auch nicht mehr um ein... Also für die Befürworter geht es ja nicht mehr um ein Rahmenabkommen, sondern man spricht jetzt von einzelnen Bereichen, einzelnen Branchen, schön maßgeschneiderte Verträge, wo wir die volle Autonomie behalten und einfach die Regeln angleichen. Aber wir wählen aus, welche Bereiche. Es gibt keinen, wie soll ich sagen, alle diese unglücklichen Konstruktionen mit Guillotine, Klauseln und so weiter, das gibt es nicht mehr. Es ist jetzt kein Rahmenabkommen. Also jetzt schauen wir schnell an, wo wir heute stehen. Ich möchte nur noch schnell sagen, nachher ist ja dann Folgendes passiert. Das Parlament hat dann, also im Mai hat Bundesrat abgebrochen und in der Herbstsession, 21. September, hat das Parlament in einer Art Schuldgefühl gesagt, jetzt müssen wir der EU bedingungslos 1 Milliarde schicken. Ich höre Rudi Noser heute noch sagen, ja, schickt denen jetzt das Geld, dann schaffen wir wieder Goodwill und dann ist Brüssel wieder beruhigt. Und Sie wissen ja, wenn Sie einem Krokodil ein Bulle in den Rachen schieben, dann will es das nächste Bulle. Und genau das ist passiert. Das Parlament hat im September 2021 entschieden, 1 Milliarde nach Brüssel. Und dann hat die damalige Präsidentin, meine Vorgängerin, Diana Mosser, Kanton Zürich, heute Ständerätin, hat gesagt, gut, jetzt haben wir Goodwill geschaffen, jetzt gehen wir mit einer 9er-Delegation der Außenpolitischen Kommission gehen wir nach Brüssel. Und ich war damals mit dabei, mit Roger Köppel, das war unsere Delegation, sind wir also nach Brüssel gegangen, es hat mich recht Überwindung gekostet. Und dann sind wir dort in Brüssel empfangen worden von einem Herrn Notschar, das ist die rechte Hand von Sefcovic, der Chefverhandler. Und ich muss euch sagen, wir sind von oben herab in einer Arroganz empfangen worden. Also der erste Satz war, diese Milliarde, ihr müsst uns sowieso Geld schicken, das ist viel zu wenig, das müsstet ihr eigentlich uns jedes Jahr schicken. Und dann, und jetzt komme ich zum Punkt, hat er gesagt, liebe Schweizer, erstens, ihr seid Rosinenpicker. Nein. Dann gibt es Parlamentarier, die entschuldigen sich in Brüssel für das Verhalten der Schweizer. Wir haben dann gesagt, ja, Moment mal, wir kaufen ja bei euch 20 Milliarden mehr ein als umgekehrt. Eigentlich müsstet ihr uns Geld bezahlen. Und so ist die Diskussion ist wirklich extrem arrogant verlaufen. Und letztlich hat er gesagt, mit euch Schweizer wollen wir eines. Wenn wir mit euch Verträge machen, gibt es Folgendes, das ihr einfach zwingend akzeptieren müsst. Über alles andere sprechen wir nicht. Erstens, ihr übernehmt unsere Gesetze, dynamisch. Zweitens, wenn ihr euch nicht daran haltet, gibt es Strafen, Ausgleichsmaßnahmen. Drittens, wenn sich das Schiedsgericht in der Rechtsauslegung darauf abstützen will, was jetzt gilt, gilt das finale, bindende, letzte Wort im europäischen Gericht, das dann entscheidet. Und viertens, ihr müsst uns wiederkehrend Geld bezahlen. So, das sind die 4 Punkte, über die sprechen wir nicht. Und alles andere ist dann noch Verhandlungssache. Und genau dort stehen wir jetzt. Der Bundesrat hat jetzt ein sogenanntes Common Understanding. Also wenn Sie mal schlecht schlafen nachts, lesen Sie diese 13 Seiten. Schlafen ja noch schlechter. Gar nicht. Lesen Sie mal diese 13 Seiten durch. Sie waren übrigens am Anfang nur auf Englisch vorhanden. Ja. Auf viel Druck hin wurde es dann in die Landessprachen übersetzt. Und da können Sie alles lesen auf 13 Seiten. Rechtsübernahme, Strafen, Europäischer Gerichtshof, bindend, wiederkehrende Zahlungen. Also das schauen wir uns dann gleich im Detail noch an. Also das ist eigentlich die Ausgangslage, wo wir drin sind. Genau, ich finde das ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Das, was du vorhin gesagt hast, dass jetzt gesprochen wird, wir haben da individuell designte Lösungen für gewisse Branchen, das stimmt einfach nicht. All die, die das behaupten, die haben dieses Common Understanding eben nicht gelesen. Also ich muss schnell einwerfen, ich habe zufälligerweise gestern Abend war ich an einem Anlass zum selben Thema und dort hat
der Nationalratspräsident Erik Nussbaumer sehr stark diese Position vertreten. Ja, ist jetzt einfach so. Und er hat in sehr markigen Worten gesagt, doch, wer das Gegenteil behauptet, das stimmt nicht, das ist nicht mehr dasselbe wie diese Guillotine-Geschichte und so weiter, sondern wir in der Schweiz entscheiden, in welchen Bereichen, dass wir ein Abkommen wollen und wo nicht. Und dann gelten einfach diese technischen Standards, das mit Unterwerfung und so, das ist vollkommen übertrieben. Ja, es ist einfach ein komplettes Schönreden, oder? Man kann so schon einen Vertrag beliebt machen, aber das stimmt wirklich einfach nicht. Und ich will jetzt unserem Nationalratspräsidenten nichts vorwerfen, aber vielleicht sollte er mal noch die deutsche Version zur Hand nehmen und das genau anschauen, weil er erzählt wirklich einfach Quatsch. Und ich glaube, was passiert ist in den letzten Monaten, das ist genau das, dass eben viele Unternehmerinnen und Unternehmer, auch aus Familienbetrieben, die der Motor sind der Schweiz, aus KMU-Betrieben, dieses Common Understanding mal angeschaut haben, gelesen haben, schlaflose Nächte gewidmet haben und gemerkt haben, hey, wenn wir das in die Waagschale werfen mit dem kleinen Nutzen, ich möchte das nochmal erwähnen, es ist ein kleiner Nutzen, dann geht das irgendwie nicht auf und dann ist das nicht nachhaltig und längerfristig für unsere Wirtschaft eben kein positiver Faktor. Und genau diese Unternehmen, die kommen jetzt langsam zu Wort, da bin ich sehr dankbar. Und das ist ein wichtiger Gegenpol, auf den wir jetzt aufbauen müssen. Hans-Ueli, du bist ja Unternehmer, Gastro-Unternehmer unterdessen. Das heißt, du brauchst eine Menge Leute, angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie, die sind schwierig zu finden. Wie ist denn deine Abwägung zwischen dem Vorteil, sehr einfach zu Leuten zu kommen aus der EU und dieser unglaublichen Bürokratie, die uns drohen würde? Ich kenne das gar nicht. Wir kriegen unsere Leute in der Schweiz und im angrenzenden Ausland aus Deutschland problemlos. Also jeder, der arbeiten will, ist herzlich willkommen bei uns. Und vielleicht fülle ich ein Formular mehr aus, wenn ich einen Deutschen anstelle und erledigt. Also das ist kein Thema für uns. Das ist für dich kein Vorteil? Überhaupt nicht. Ich möchte noch schnell ergänzen, weil die EU will seit 2008, die will gar keinen Vertrag. Die will einen einheitlichen Rechtsrahmen, fertig, Schluss, und da wird sich auch die Schweiz daran halten müssen. Darum ein Rahmenabkommen. Das ist alles Augenwischerei. Dann wird noch eine Schiedsrichtskommission, wird da paritätisch, das ist ja einfach alles Augenwischerei, das sind alles Nebelpetarden. Am Schluss entscheidet der Europäische Gerichtshof, basta, erledigt. Also gut, das stimmt ja so nicht, es gibt ein mehrstufiges Verfahren. Ja gut, am Schluss entscheidet der Europäische Gerichtshof, erledigt. Sprechen wir vielleicht über den zweiten Teil, es ist jetzt auch von der Zeit her angebracht. Also, das stimmt, das Bild von der Unterwerfung. Die dynamische Rechtsübernahme ist das Thema. Wir übernehmen heute schon hunderte von Regeln von der EU. Und Simon Michel beispielsweise sagt, 99% dieser Regeln sind reine technische Vorschriften, damit wir Produktgleichwertigkeit haben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wie ich im Detail gezeigt habe, sind das keine technischen Vorschriften, also das sind weitestgehende Verhaltensvorschriften für die Firmen. Es sind Berichtsvorschriften, es sind Vorschriften über die Rückverfolgung von Produkten, es sind Vorschriften, Produkte überhaupt nicht annehmen zu dürfen und so weiter. Es sind Maßregeln für das ganze Verhalten der europäischen, dann eben der schweizerischen Firmen, die erschwerend sind, die außerordentliche äußere Einflussnahmen öffnen, eben den Richtregierungsorganisationen, den Gerichten, der Kommission, den Überwachungsgremien, welche die Kommission für die verschiedenen Richtlinien eingesetzt hat und einsetzen wird. Das ist nicht einfach technisch, sondern das ist eine schwere, schwere Behinderung der Firmentätigkeiten. Von wegen Unterwerfung, also man kann noch etwas illustrieren. Deutsche Ökonomen haben die Europäische Zentralbank eingeklagt vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht. Sie schaffe unglaublich viel Geld, hat sie ja. Da hat das deutsche Bundesverfassungsgericht gesagt, jawohl, die Europäische Zentralbank handelt zu stark. Und dann hat der Europäische Gerichtshof das gebilligt, die Zentralbank sagt, das ist richtig. Darauf hat der Bundesverfassungsgerichtshof Deutschlands gesagt, der Europäische Gerichtshof handelt ultra vires über seine
Zuständigkeiten, über seine Macht hinaus. Er bricht EU-Recht. Daraufhin hat die EU-Kommission Deutschland des Rechtsbruchs vor dem Europäischen Gerichtshof eingeklagt. Und der hat gesagt, Deutschland muss sich unterwerfen. Und das hat Deutschland gemacht. Merkel, in den letzten 3 Wochen ihrer Regierung noch, hat sie einen Brief geschrieben, Deutschland unterwerft sich dem Europäischen Gerichtshof am eigenen Bundesverfassungsgericht vorbei. Das ist Unterwerfung des größten Landes Europas mit einem Brief. Ja. Es passieren unglaubliche Dinge und dieser Europäische Gerichtshof ist eine Macht, ein Machtfaktor in der EU, der einfach nicht mehr rückgängig zu machen ist. Stefan Rettiger. Also ich habe mal den persönlichen Mitarbeiter von Cassis, den treffe ich so von Zeit zu Zeit, weil der wohnt im Bar, wo ich auch wohne. Und habe ich ihn mal gefragt, ja, wie viele Gesetze müssen wir dann übernehmen? Sagt er, ich habe keine Ahnung. Es gibt jetzt Leute, die das untersucht haben. Die einen sagen, es sind bis zu 10.000 Gesetze. Es gibt andere, die sagen, es sind 25.000 bis 30.000 Gesetze. Jetzt müssen wir aber noch aufpassen. Sprechen wir von Gesetzen oder sprechen wir von Vorschriften? Technischen, ja, kleinen Vorschriften. Ich bin kein Jurist, aber was ich dir sagen kann, ob Vorschriften oder Gesetze, das bedingt, dass wir den Beamtenapparat in Bern noch mehr aufblähen müssen. Wir haben viel zu viele Beamte in Bern. Man müsste das halbieren, weil die meisten ja gar nicht arbeiten. Bravo. Also wenn wir das tun, dann müssen wir Beamte aufbauen und das geht genau in die falsche Richtung. Wir wollen kein Mini-Brüssel in Bern, sondern wir wollen unabhängig sein und wir wollen Lean Management machen, wenig Geld ausgeben für Dinge, die es nicht braucht. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und ich weiß nicht, ob die Mehrheit des Bundesrates weiß, was sie überhaupt unterzeichnet. Und da kommt dazu. Kommt eben dazu, dass in jeder einzelnen Firma eine Bürokratie aufgebaut werden muss von unproduktiven Verhinderern, die immer sagen, Juristen, Consultants, die dann sagen, halt, das dürfen Sie nicht, halt, das müssen Sie absichern, halt, das müssen Sie dokumentieren, halt, darauf müssen Sie gefasst sein, dass Sie angeklagt werden, sichern Sie sich ab. Die Firmen werden von Dutzenden von solchen internen Bürokraten gehemmt werden, mal 100.000 Firmen, das wird die Bürokratie in Europa sein oder ist sie schon seit diesen invasiven Richtlinien, die jedes Leben in den Firmen ersticken. Und wenn man dann noch Pech hat, dann hat es eine Kamera in der Firma, die einen aufnimmt und dann ruft einer aus, weil ihm diese Bürokratie zu viel ist, wird dann auch abgeführt. Gut, jetzt heute im Tagesanzeiger. Nein, Moment, jetzt. Du kommst gleich dran, jetzt lass mich schnell eine Bemerkung machen. Das tönt jetzt natürlich alles ein bisschen nach Wahlkampf, aber es ist so, du hast ein Buch geschrieben über den wachsenden Staat, wo du das skizzierst, das heißt, das hast du sehr genau recherchiert, das kann man doch einigermaßen beim Nennwert nehmen, das wollte ich nur noch anfügen. Ja. Genau, so, und jetzt bitte sehr. Also wenn ich Beat Kappeler zuhöre, dann weiß ich nicht, was unsere Beamten geraucht haben. Wie kann man so etwas zustimmen? Es geht mir nicht in den Kopf rein. Heute im Tagesanzeiger, die EU hat in den letzten fünf Jahren 13.000 Rechtsakte vollzogen. Das ergibt pro Tag 8 Rechtsakte. Und die werden wir dynamisch übernehmen müssen. Da gibt es keine Ausnahme. Und wir wissen gar nicht, was wir übernehmen. Also auch die Verhandlungsdelegation, es weiß ja gar niemand, was wir da alles übernehmen wollen. Aber auf jeden Fall ist es sicher nicht förderlich für unseren Standort. Und, also ich sage nachher nichts mehr. Moment. Ich sage nachher nichts mehr, nur noch dies, wie der Ministerrat funktioniert. Die EU-Kommission hat das alleinige Vorschlagsrecht für Sachen
das sie vor den Ministerrat bringt. Der Ministerrat ist zusammengesetzt aus den laufend wechselnden Regierungsmitgliedern der europäischen Länder. Die EU-Kommission ist seit 1958 da, jetzt wieder für 5 Jahre festgewählt. Und jetzt ist passiert, dass in Österreich ein Prozess läuft gegen die Umweltministerin, weil sie einer Richtlinie zugestimmt hat, die ich bisher nicht erwähnt habe, wonach bis 2050 ganz Europa in den Naturzustand zurückversetzt werden muss. Richtlinie. Die österreichische Regierung war dagegen, aber ihre eigene Umweltministerin im Ministerrat hat dafür gestimmt und diese österreichische Stimme war maßgeblich dafür, dass die Richtlinie angenommen wurde. Jetzt hat die Umweltministerin einen Prozess am Hals und Österreichs alte Regierung, ist ja auch schon wieder weg, wimmert vor dem Europäischen Gerichtshof, dass der Entscheid annulliert werde, weil ja nicht richtig abgestimmt wurde. So funktioniert der Ministerrat. Stell dir vor. Ein Argument der Befürworterschaft möchte ich hier einbringen, Franz Grütter. Die Befürworter sagen, natürlich werden wir solche Regeln übernehmen müssen. Die meisten werden unproblematisch sein. Und wenn es mal eine problematische Regulierung geben würde, dann können wir immer noch ein Referendum ergreifen und sagen, das wollen wir nicht. Das ist genau ein gutes Beispiel, super, das man uns immer wieder sagt. Oder? Also man sagt uns, ja, ihr dürft immer noch abstimmen, ihr könnt auch noch Referenden und Initiativen machen, aber jedes Mal wird man der Schweizer Bevölkerung sagen, ja, aber wenn ihr dann nicht zustimmt, ihr müsst zustimmen, weil das ist eine Vorschrift, die kommt von Brüssel und man hat dann eigentlich immer das Gewehr im Nacken und kann gar nicht mehr frei entscheiden. Und selbstverständlich, ich meine, heute übernehmen wir ja auch gewisses Recht von der EU, aber freiwillig. Wir entscheiden selber, wo es möglicherweise, vielleicht gibt es irgendetwas, Verkehrsschilder, ich weiß doch nicht was, spielt ja keine Rolle. Es macht wahrscheinlich in gewissen Bereichen Sinn, dass wir gewisse Punkte übernehmen, aber dann entscheiden wir das selber. Und was die EU macht, ich meine, diese sogenannten Richtlinien, ihr wisst das gar nicht. Bern hat schon lange eine Europa, im Parlament, im Nationalrat gibt es eine neue Europakommission, die wurde ins Leben gerufen letztes Jahr und die hat die Aufgabe, zu schauen, was Brüssel für neue Richtlinien, Gesetze macht, um dann zu schauen, wie wir jetzt das in der Schweiz auch übernehmen könnten. Und ich muss Ihnen sagen, schon vorausschauen. Ich muss Ihnen sagen, da stehen einem die Haare zu Berge, was dort für, also das sind nicht einfach so irgendwie 3 A4 Seiten Gesetze. Das sind Moloche, das sind hunderte von Seiten dieser sogenannte KI-Act, Herr Kappeler, Sie haben gesprochen davon. 495 Seiten. Da sagen selbst größte amerikanische Tech-Konzerne, sagen, wisst ihr was, Europäische Union, für euch machen wir gar nichts mehr. Letzte Nacht kam der neueste Apple-Update auf dem iPhone. Wir in der Schweiz haben alles erhalten, die Europäische Union bekommt nichts, weil sie solche birrenweiche Gesetze hat, die einfach niemand mehr umsetzt. 495 Seiten und es ist für mich auch keine Überraschung, weshalb die Wirtschaft in der Europäischen Union stockt. Und für mich ist es einfach unlogisch, weshalb die Schweiz, die ja wirklich ein Leuchtturm ist innerhalb von Europa, weshalb sollen wir uns, ich meine, ich würde es verstehen, wenn die EU irgendwie ein absolutes Erfolgsmodell wäre, aber das ist es ja nicht. Ja, genau. Ich meine, überall, wo man den Stein anhebt, ist irgendetwas marot und die Wirtschaft macht sich selber kaputt mit diesen Regeln. Ja. Und ja, also das ist für die Schweiz einfach falsch. Und ich glaube, ein Argument haben wir jetzt noch etwas vergessen, oder es sind sogar zwei. Das wäre ja alles noch eins, oder? Wir haben die Gesetze, die wir übernehmen müssen, wir bekommen den Marktzugang. Ich bin da überall nicht einverstanden. Das ist ein Punkt, aber als würde das nicht reichen. Wenn wir dann nicht einverstanden sind, dann entscheiden fremde Richter über unsere Gesetze, etwas, das ich überhaupt nicht akzeptieren kann. Und als letzter Punkt, übrigens in Irland wurde über ein Gesetz, das die Iren eigentlich nicht wollten, 4-mal abgestimmt, bis es dann doch der EU entsprochen hat. Also man macht dann halt einfach, bis es dann irgendwie schon geht. Völlig unverständlich.
Oder ein ähnliches Beispiel aus der Schweiz. Konzernverantwortungsinitiative haben wir abgelehnt. Wenn der Vertrag kommen würde, müssten wir sie trotzdem einführen, obwohl unser Volk eine klare Meinung hat. Jetzt heißt es ja Lieferkettengesetz. Genau. Aber der letzte Punkt. Für all das, was uns fast keinen Nutzen bringt, sollen wir dann noch viel Geld bezahlen. Ja, und das ist nicht Geld, das einfach rumliegt. Das wurde von uns allen irgendwo mit viel Schweiß verdient und von den Schweizer Steuerzahlenden Sie meinen erschaffen. Jetzt die Kohäsionsmilliarde? Das müssen wir dann noch rüberschicken. Ja, es wäre ja dann mehr, oder? Es wären dann wiederkehrende Zahlungen und wahrscheinlich in einem höheren Maße. Also das gibt mir dann noch der Gipfel, oder? Ja. Für all das sollen wir dann noch teuer bezahlen. Gut. Dann würde ich sagen, sprechen wir über den dritten Punkt, nämlich die Alternativen. Wenn wir hier nicht zu einem Ergebnis kommen mit der EU, wie soll es dann weitergehen? Wir haben die EU schon einmal verprellt, sage ich jetzt. Das war ein wenig ein Schuss vor dem Bug. Und jetzt haben wir gesagt, ja, wir verhandeln wieder und dann ist wieder nichts. Wie schlimm ist das für die Schweiz? Es ist überhaupt nicht schlimm. Übungsabbruch erledigt. Ja. Jetzt musst du zuhören. Das tönt jetzt so gut. Du hast nach Alternativen gefragt. Ja. Also gut. Alternative ist abbrechen. Abbrechen. Und dann? Und was passiert dann? Abbrechen passiert gar nichts. Doch, passiert gar nichts. Doch. Ich habe dir gesagt, was es kostet. Sie machen ständig Nadelstiche. Haben die Börsenäquivalenz nicht gemacht. Sie haben lächerlich gemacht. Forschungszusammenarbeit auch das wird behindert. Medtech-Branche wird behindert. Sie werden uns weiter quälen. Überhaupt nicht. Also, dazu sage ich jetzt etwas. Wir haben eine feige Regierung, die zum Beispiel die Schutzklausel nicht durchsetzt, obschon sie es jetzt könnte. Oder? Und darum muss ich lachen, wenn man sagt, ja, wenn dann was kommt, was uns nicht passt, dann wehren wir uns. Da glaube ich nicht mehr dran an dieses Märchen. Wir werden uns nicht wehren, wir werden einknicken. Aber... ich bin völlig mit dir einverstanden. Du hast mein Schlusswort weggenommen. Aber das ist gut so. Wir müssen der EU ein Ultimatum stellen. Das sind unsere Forderungen. Bis 15. Dezember habt ihr Zeit. Entweder ist es ja oder nein. Übungsabbruch sonst. Fertig. Und dann... und dann mal sehen, was passiert und gegebenenfalls auch mal Gegenmaßnahmen prüfen. Wir können die Gasleitung kappen. Verkehrsabkommen, Energie. Ja. Gut. Wir können Strom nicht mehr exportieren, dann geht in Italien das Licht aus. Wir können auch Produkte nicht mehr liefern. Genau. Wir können zum Beispiel auch Hochschulabsolventen, die ohnehin viel zu einfach in die Schweiz kommen mit ihren Billigmaturen. Wir mal den Level hochfahren und dann pro ausländischer Student aus der EU 80.000 pro Jahr verlangen. Dann hört der Spaß auf. Das ist schwierig, hä? Nein. Lustig. Lustig, dass du das sagst, weil ich habe gestern an diesem Anlass dann noch mit Erik Nussbaumer auch heftig diskutiert und dann hat er mir gesagt, was wollt ihr denn machen? Da habe ich gesagt, ja, wir haben ja auch Trümpfe in der Hand. Natürlich. Und dann sagt er, ja, willst du etwa den Gotthard zumachen oder so etwas? Ja, wieso? Oder so einfach scheint es ja nicht zu sein. Also das wäre dann quasi die Hellebarden-Methode, wo ja... Aber die hat schon vor 700 Jahren funktioniert. Die Diplomatie funktioniert etwas feiner. So sind wir den Gessler losgeworden. Gut, also ich glaube, hier drin sind wir uns ja einig, oder? Ich glaube, jeder würde heute Abend unterschreiben, Abbruch dieser Übung. Nun, ich sage Ihnen hier, liebe Gäste, es wird anders sein. Es wird die wichtigste Abstimmung der letzten 30 Jahre auf uns zukommen. Liebe Gäste, die Mutter aller Schlachten, die Mutter aller Kämpfe steht vor der Haustüre, und ich meine das ernst. Ich sage Ihnen, der Bundesrat
wird diese Übung leider nicht mehr abbrechen. Der Bundesrat wartet jetzt ab, wird bis Ende Jahr noch diese Verhandlungen zu Ende führen. Sie werden dann sehen, im Dezember, vielleicht erst im Januar, werden dann Erfolgsmeldungen kommen. Dann wird man dann sagen, wir haben jetzt großer Durchbruch, Schutzklausel, haben wir eine Einigung erzielt. Und ich habe kürzlich Botschafter Patrick Franzen, das ist der Verhandler, der in Brüssel verhandelt, ich habe ihn gefragt und habe ihm gesagt, er meldet uns jeden Monat, meldet er uns, wo er überall wieder Fortschritte macht und so. Und ich habe dann irgendwann gefragt, aber Sie, Herr Franzen, verhandeln Sie eigentlich mit der EU auch noch über dynamische Rechtsübernahme, über europäischen Gerichtshof und so weiter? Nein. Und ich habe ihm gesagt, schauen Sie, was Sie machen, Sie verhandeln nur noch über Nebenkriegsschauplätze. Und diese Nebenkriegsschauplätze wird man uns als Erfolge verkaufen. Und dann wird das Ganze ins Parlament kommen. Jetzt müssen Sie noch wissen, parallel arbeiten zurzeit über alle 7 Departemente rund 100 Beamte. Und was die machen, die passen intern alle notwendigen Gesetzesanpassungen an im Land, die notwendig sind, wenn wir diesen Vertrag unterschreiben würden. Das sind aktuell 39 Gesetze, die parallel dazu quasi vorbereitet werden. Und wenn wir dann abstimmen können, und ich nehme an, darüber sprechen wir noch, ob Stände mehr oder nicht, das ist ja die Initiative von Kompass, aber letztlich, wenn wir darüber abstimmen können, stimmen wir dann nicht nur über diesen Unterwerfungsvertrag ab, sondern wir stimmen gleichzeitig in einem Gesamtpaket noch über Stand heute 39 Gesetzesänderungen ab. Also das ist ein Moloch, der dann der Schweizer Bevölkerung quasi aufs Tablett gelegt wird. Und eigentlich ist es ja gut, dass es so kompliziert ist, oder? Weil ich meine, dann muss dann wirklich auch der Hinterste und Letzte, da gibt es dann viele Flanken, oder? Tierschützer, die heute schon sagen, die EU hat schwächere Tierschutzgesetze, also es wird dann noch viel andere, viele weitere Verbündete auch geben in diesem Kampf. Aber eines ist klar, für die Schweiz wird das die wegweisendste Abstimmung sein seit Jahrzehnten. Und liebe Gäste, hier müssen wir alle mithelfen, dass die Schweiz Schweiz bleibt, weil sonst mit diesem Unterwerfungsvertrag, mit diesem Kolonialvertrag geht die Schweiz in ihrem Erfolgsmodell zugrunde, wenn das wird abgeschafft. Frage in die Runde. Gehen wir einmal davon aus, dass diese Verhandlungen nicht zu einem Erfolg führen, dass sie quasi zwar vielleicht präsentiert werden, aber sie werden abgelehnt in der Volksabstimmung. Dann sagen die Befürworter, das ist eine, ja, nicht gerade eine Katastrophe, aber das schadet dem Standort Schweiz, weil dann erodieren die bilateralen Verträge. Und es gibt viele Umfragen, die zeigen, dass eine große Mehrheit des Schweizer Volkes für geregelte bilaterale Beziehungen mit der Europäischen Union ist. Diese sind dann in Gefahr, die erodieren, die verschlechtern sich permanent. Was sagen Sie dazu? Ist das eine vernünftige Alternative? Die gleiche Argumentation wie 1992. Genau die gleiche Argumentation. Damals hat man uns erzählt, ihr werdet den Euro in 5 Jahren einführen, ihr werdet, die Wirtschaft wird kaputt gehen, alle Szenarien, Zinsen werden explodieren. Überall ist das Gegenteil passiert. Weil wir nicht Mitglied dieses Clubs sind, geht es uns besser. Das ist kein Argument. Doch. Nein, ist kein Argument. Die Befürworter sagen, es geht uns besser, weil wir danach die bilateralen Verträge die Realität, unterschrieben haben. Die Realität hat komplett etwas anderes gezeigt. Punkt. Und die Realität ist, dass wahrscheinlich in 5 Jahren die EU massiv schlechter dasteht. Was erodiert, ist die EU und nicht die Schweiz. Punkt 1. Punkt 2 müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen unsere Handelsverträge mit anderen Märkten ausbauen. Wir müssen halt uns auch mal vielleicht Abgeordnete an ein BRICS-Abkommen schicken. Nicht wegen Russland, aber wegen anderen Ländern. Ja.
Als Unternehmer muss ich Ihnen sagen, wir müssen das Klumpenrisiko EU so rasch wie möglich eliminieren. Ich würde gerne Frau Riem. Ich möchte nur noch mal kurz das Rad zurückdrehen. 26. Mai 2021 war Guy Parmelin in Brüssel bei Frau von der Leyen und hat ihr öffentlich mit Kameras mitgeteilt, dass wir dieses Abkommen nicht unterzeichnen. Sie erinnern sich an die steinerne Miene von Frau von der Leyen. Leider hat Guy Parmelin, durfte er im Auftrag des Bundesrates das Wichtigste nicht sagen. Er hätte nämlich der EU mitteilen sollen, liebe EU, wir wollen mit euch friedliche, freundschaftliche, gute Beziehungen, wir wollen mit euch handeln, wir machen mit euch was immer wir wollen, aber die Schweiz unterzeichnet keine Verträge, wo wir euer Recht übernehmen, wir wollen eigenständig bleiben, wir wollen demokratisch bleiben. Und das durfte er nicht sagen. Und ich muss Ihnen sagen... Wieso durfte er das nicht sagen? Der Bundesrat hat damals dem Bundespräsidenten, er war ja damals Bundespräsident, quasi gesagt, was er sagen darf und was nicht. Und das wäre damals die wichtigste Botschaft gewesen. Und ich glaube, wenn es dieses Mal das Volk korrigiert, nämlich Nein sagt zu diesem Knebelvertrag, zu diesem Unterwerfungsvertrag, dann ist spätestens dann endlich der Zeitpunkt da, wo Klartext gesprochen werden muss, nämlich, liebe EU, eben das, was ich jetzt gesagt habe, wir wollen mit euch gerne gute Beziehungen haben, aber wir bleiben eigenständig. Und dieses klare Wort hat bis jetzt kein Bundesrat, keine Regierung, niemand Brüssel gesagt. Das ist das, was dann gesagt werden muss. Mhm. Gut, vielen Dank, Katja Riem. Ja, dann schauen wir. Also ich kann diese Aussage nur doppelt unterstreichen. Übrigens, für diese 100 Leute hätte ich in meinem Leben viel Arbeit. Ich glaube, dort könnten sie viel Gutes leisten. Was ich einfach auch noch wichtig finde, diese nochmal zu betonen, diese Abstimmung, das wird wirklich unglaublich essentiell. Und wenn der Bundesrat es halt nicht sagt, dann muss das Volk wirklich nachgreifen. Und deshalb ist auch diese Kompass-Initiative jetzt so wichtig. Wir müssen diese stützen, damit auch klar wird, das Volk will hier auch etwas dazu sagen. Und wir bleiben nicht in der Defensive. Wir wollen das Ruder selbst in die Hand nehmen. Und deshalb, ja, unterstützt diese Initiative und gebt Gas. Gibt es nur diesen Weg, dass wir jetzt warten auf das Ergebnis und dann, dass Ihre Seite versucht, dann ein Nein an der Urne zu erreichen? Oder haben Sie noch Hoffnungen, dass gewisse Punkte noch ausgehandelt werden können und dass ein solches Abkommen unterzeichenbar wäre? Nein. Also ganz klar nein. Also die Hoffnung habe ich verloren, weil also das ist ja relativ auf inoffiziellen und offiziellen Wegen sickert das durch. Was jetzt verhandelt wird, also das Common Understanding, das ist sakrosankt. Und alles andere sind Nebenkriegsschauplätze. Die Linken wollen da wegen Spesen verhandeln und so. Alles unwichtige Dinge, das ist wirklich völlig unwichtig und nebensächlich. Und was sie leider auch nicht machen im Bundesrat, ist Optionen zu erarbeiten. Also man hätte schon längst über ein Freihandelsabkommen nachdenken müssen. Ich war beim EU-Botschafter vor einem Jahr, hat er gesagt, sagt doch, was ihr wollt. Und wenn ihr ein Freihandelsabkommen wollt, dann versuchen wir da eine Lösung zu finden. Ich muss sagen, die EU aus EU-Sicht verhandelt sehr gut. Aber aus Schweizer Sicht natürlich ist das ein totales Chaos. Und wenn wir Bundesräte haben, die wie ein Fragezeichen im Büßerhemd vor den EU-Kommissären dastehen, oder? Schon ein wandelndes Fragezeichen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Situation ausnützen. Ja, vielleicht noch ein letztes, weil Sie das Freihandelsabkommen jetzt erwähnt haben, ein letztes Argument der Befürworter. Sie sagen, ein modernisiertes Freihandelsabkommen, das würde nur schon an den Landwirten scheitern, weil das ist bis jetzt immer an der Landwirtschaft gescheitert, weil diese Konzessionen zu machen, ist die Landwirtschaft gar nicht bereit, Frau Riem.
Ja, das wäre sicher nicht einfach, das muss man schon sagen. Für die Landwirtschaft ist das Freihandelsabkommen von 1972 eigentlich sehr gut. Und ich denke, wenn man an diesen Parameter arbeiten würde und das auftun würde, dann wäre das nicht nur positiv für die Landwirtschaft. Aber wir haben ja auch schon ein Freihandelsabkommen. Man heiligt diese bilateralen Verträge auch immer hoch, oder? Das Schlimmste, in Anführungszeichen, was passieren könnte, wenn jetzt diese Verhandlungen abgebrochen werden, wären, dass auch die bilateralen wegfallen. Aber wo stehen wir dann? Wir stehen immer noch besser da als ganz viele andere Nationen, weil wir haben schon ein Freihandelsabkommen, das bereits bestehend ist. Also man spricht dies einfach immer runter und schlecht, als wäre dann gar nichts mehr. Wir haben mit diesem Freihandelsabkommen schon heute eigentlich relativ gute Voraussetzungen, gerade wenn wir den weltweiten Vergleich machen. Also wir müssen da wirklich nichts kleinreden und die Schweiz einfach massiv besser verkaufen in diesen Verhandlungen. Machen wir hier einen Punkt. Aber wir sind noch nicht am Ende. Jetzt haben Sie Möglichkeiten, Fragen zu stellen, zu widersprechen oder das zu kommentieren, was gesagt wurde. Aber bitte halten Sie sich kurz, sodass wir möglichst viele von Ihnen berücksichtigen können. Es gibt Hilfskräfte, die mit den Mikrofonen links und rechts im Saal stehen, die sofort zu Ihnen eilen, und ich bin sehr gespannt, freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Wir haben etwa eine Viertelstunde Zeit. Wer bricht das Eis? Wem darf ich das Wort geben? Der Schnellste war in der Mitte hinten. Ich sehe Sie mit erhobener Hand. Jetzt müssen wir ein paar Sekunden Geduld haben, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Also dort ist schon jemand, bitte sehr. Ivo Muri von Sursee. Bitte klar und deutlich sprechen, es ist hier vorne nicht so gut okay. zu hören. Ivo Muri aus Sursee. Die Politiker sind mit uns nicht ehrlich. Konrad Graber, Luzern Ständerat, hat mir 2008 schon gesagt, weißt du, Ivo, das musst du vergessen, wir sind jetzt schon in der EU. Und das kann man nicht mehr ändern. Und über die Medien werden wir seit 15 Jahren, 20 Jahren immer falsch informiert. Und ich habe heute Franz Grüter zugehört, auch Luzerner. Du sagst die Wahrheit. Und wir werden von den anderen Parteien einfach angelogen. Ja, also das, gut, das ist so. Wir sind an dieser Frage, sind wir ehrlich, seit 1992. Das ist ja quasi bei uns in der DNA, zum Glück. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zu 1992, zur EWR-Abstimmung, wo wirklich der Kampf alleine geführt werden musste. Heute spüre ich, und das stimmt mich eigentlich zuversichtlich, ich spüre, wie immer breitere Bevölkerungsschichten, die vielleicht in anderen Fragen gar nicht mit uns denken, aber wo die merken, hier geht es um die Wurst. Und ich bin von dort her gesehen, bin ich natürlich, das wird eine ganz harte Sache werden, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es uns gelingt, dass wir hier wirklich in die Breite die Bevölkerung überzeugen können, dass wir so einen Mist nicht unterzeichnen dürfen. Vielen Dank. Bitte, Sie haben das Wort. Also ich heiße Serge Gassler und ich wollte Sie fragen, wegen Professor Karl Baudenbacher, der ja auch ein Buch geschrieben hat über diesen vorherigen Rahmenvertrag und der gesagt hat, dass die Schweizer Diplomaten sehr schlecht verhandeln und dass selbst EWR-Staaten ja nicht den Europäischen Gerichtshof anerkennen müssen, sondern die können den EFTA-Gerichtshof nutzen, um Streitigkeiten zu begleichen. Jetzt wollte ich Herrn Kappeler fragen, ist es denn nicht viel vorteilhafter, wenn eben der Schweizer Bundesrat bzw. die Diplomaten etwas im EFTA-Rahmen zu unternehmen versuchen, um diese Rahmenverhandlungen doch noch zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können? Vielen Dank. EFTA. Herr Kappeler, Sie wurden gefragt, ob nicht die Orientierung Richtung EFTA eine Möglichkeit wäre. Ja, wir sind in der EFTA.
Ich wäre schon lange dafür, dass auch die Schweiz England wieder einlädt. Und die EFTA als gesamteuropäische Veranstaltung war von der Schweiz seinerzeit bei ihrer Gründung 1961 so gedacht gewesen. Die EU ist davongelaufen. Also insofern wäre die EFTA kein, sagen wir, vollwertiger Ersatz für einen Binnenmarkt, so wie ihn die EU eben uns auferlegen will, wo wir in den Binnenmarkt hinein integriert werden. Die EFTA ist heute eine relativ kleine Organisation. Die einzelnen EFTA-Mitglieder, eben Norwegen, Island und Liechtenstein, sind Mitglieder des EWR. Also die EFTA ist schon nicht einfach die Alternative, die man vom Gestell nehmen kann. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir Sie richtig verstanden haben hier vorne. Es ist wirklich akustisch etwas schwierig. Ja, ich glaube, es war auch die Frage nach der Gerichtsbarkeit, ob man quasi nicht sagen könnte, wir lassen nicht den EuGH als oberste Instanz entscheiden, sondern wir würden dann eine EFTA-Gerichtsbarkeit in Aktion setzen. Ja gut, die EU hat natürlich mit der EFTA selbst nichts am Hut. Natürlich gibt es Abkommen. Aber sie ist jetzt nicht in einen Gerichtshof mit der EFTA eingebunden. Nur, sie ist in einen Gerichtshof eingebunden mit dem EWR, also mit den drei erwähnten Mitgliedern. Als EWR-Mitglieder ist die EU in ein Schiedsgericht eingebunden, das Baudenbacher, ein Liechtensteiner, präsidierte bis vor kurzem. Da existiert zwischen EFTA und EU ein gleichgewichtiges Gericht, das von beiden Seiten zusammengesetzt ist. Nun aber ist das eben für den EWR bestimmt und nicht einfach für die EFTA als EFTA. Mhm. Das sind Nuancen, die die EU sicher nicht anerkennen wird, denn so könnten wir mit einem eleganten Schleichweg eben in eine Gerichtsbarkeit kommen, die paritätisch ist. Unter Baudenbacher seinerzeit. Ja, darf ich nur kurz noch ergänzen? Oder? Karl Baudenbacher wurde erwähnt. Seine wichtigste Aussage ist eigentlich die, wenn wir diesen Vertrag unterzeichnen würden, wäre das die faktische Abschaffung des Bundesgerichtes. Mhm. Das ist es nämlich, weil neues Recht, ein neues Gericht letztendlich der Schweiz sagt, wo was zu gelten hat. Das war eine ganz wichtige Aussage, die er gemacht hat. Und nur noch kurz, zweiter Satz. Sie haben noch erwähnt, die Verhandlungen der Diplomaten in Brüssel. Sie müssen sehen, ich nehme diese Leute überhaupt nicht in Schutz, aber diese Leute haben sich an dieses Kommen, also die Eckdaten zu halten. Sie dürfen gar nicht verhandeln über das, was uns als Hauptproblem hier darliegt, nämlich die institutionelle Anbindung der Schweiz an die EU. Darüber dürfen sie gar nicht verhandeln, weil das so vereinbart wurde. Und deshalb sind diese Diplomaten zwar permanent am Verhandeln und beraten hunderte von Punkten, die aber eigentlich alle eben Nebenkriegsschauplätze sind. Vielen Dank für die Ergänzung. Ich habe ja in Erinnerung, dass man früher immer die Stärken der Schweizer Diplomatie betont hat und gesagt hat, wir sind schlaue Füchse, wir können immer ein wenig unter dem Radar, können wir uns ein wenig verstecken und mit allen es gut haben und so. Und man denkt heute, die sind überfordert, unsere Diplomaten, aber es hat natürlich mit dem Mandat zu tun, das sie erhalten. Danke vielmals. Jawohl, hier vorne, bitte sehr. Satish Joshi, ich habe eine sehr einfache Sache als Lösung. Wir brauchen zwei. Wir brauchen die Bundesräte, die Füdli haben, und wir brauchen die Handlungsleute, die in Brüssel gehen. Warum können nicht zwei von hier dort gehen und unsere Meinung dort vertreten? Also dazu sage ich jetzt etwas. Man will uns sicher nicht, weil, also da kann ich auch für dich, glaube ich, sprechen, wir sind alles andere als Politiker. Und ich habe immer gesagt, ich übernehme dieses Amt nur, weil ich Unternehmer bin, aber Politiker will ich nie werden, weil ich würde das nicht aushalten psychisch. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso das nie passieren wird. Leider. Danke vielmals. Nächste Frage. Bitte. Als Unternehmer ist mir heute ein Aspekt zu wenig genannt worden.
Ich betrachte die EU als ein marodes Konstrukt. Und welcher Unternehmer arbeitet vertieft mit einer maroden anderen Unternehmung? Ich möchte in die Runde einmal die Frage stellen, wie beurteilen Sie die Zukunft der EU? Danke, ich würde aber vorschlagen, dass wir nur eine oder maximal zwei Antworten nehmen, aus Gründen der Zeit. Vielleicht der Unternehmer. Ein typisches Beispiel ist aus unternehmerischer Sicht, was jetzt in Deutschland passiert. Wenn man eine Industrie auf einer Ideologie aufbaut, passiert jetzt mit der deutschen Automobilindustrie. Heute wurde gemeldet, 10.000 werden VW entlassen, 30% der Produktionskapazitäten werden abgebaut, weil man sich auf einer Ideologie hingegeben hat, die nicht trägt. Und das macht ein Unternehmer nie, nie und nimmer. Das ist richtig, ja. Aber Schadenfreude hilft uns hier nicht, weil wir, ja wie vorher gesagt, 140, 160 Millionen, wir treiben einen regen Handel mit der deutschen Industrie. Aber ich darf ganz kurz noch auf den Punkt bringen. Wir sind als Schweiz, als direkt demokratische demokratisches Gebilde nicht kompatibel mit diesem Administrationsmoloch Brüssel. Dort scheitert jeder Vertrag, darum ist jeder Vertrag ein Murks. Und das merken wir alle. Es ist ein Murks, der nicht zum Ziel führt. Herr Riediker, die Frage war ja nach der Perspektive in der EU. Und wir haben jetzt tatsächlich nicht nur in Deutschland, auch in anderen Nachbarstaaten schlimme wirtschaftliche Verhältnisse. Aber wenn das mal erkannt ist, kann das ja sich auch wieder zum Besseren wenden. Und wir sind sowieso natürlich in einem intensiven Handel mit der EU. Unsere Zulieferindustrie profitiert davon, wenn es der EU gut geht, was nicht der Fall ist im Moment. Aber das könnte ja besser aussehen in einigen Jahren. Also ich zeichne ein düsteres Bild für die EU. Ich glaube, dass in 10 Jahren die EU nicht mehr dieselbe sein wird. Die wird innerlich an gewissen Problemen zerbrechen. Eines der Probleme ist, und das im Gegensatz zur Schweiz, erstens der Nationalstaat hat seine Bedeutung, weil er irgendwo definiert gleiches Denken und gleiche Ausrichtung. Und der soll ja zerstört werden in der EU oder soll aufgehen in der EU. Noch viel schlimmer, durch diese ganze Woken-Ideologien wird die Familie zerstört. Und die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Tragen wir Sorge zur Familie, und das ist noch ein Asset von uns Schweizern, und darum dürfen wir niemals uns integrieren in dieses marode Konstrukt EU. Vielen Dank. Nächste Frage. Mein Name ist Stefan Schmid, komme aus der Schweiz. Noch. Wenn ich in die Runde schaue, absolut vom Thema weg, sehe ich alles ältere Herrschaften mit ganz wenig Ausnahmen. Wenn wir diese wichtige Abstimmung der letzten 30 Jahre wirklich erfolgreich über die Bühne ziehen wollen, zum Nutzen und zu unser aller Wohl, dann müssen wir, glaube ich, die jungen Leute mit ins Boot holen. Und ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz entscheidend sein wird, weil es ist die Zukunft unserer jungen Leute, meiner Jungs und meiner Großkinder. Vielen Dank. Aber die Bestandsführung, keine Angst. Aber die sind abstimmungsfähig. Darf ich da kurz etwas einwerfen? Die jüngste Nationalrätin. Okay, warten wir eine Sekunde, Frau Riem. Ja, also das war der Steilpass, oder? Ich kann da nicht schweigen. Das ist die jüngste Nationalrätin der Schweiz. Also,
Also ich glaube, die Jungen kümmern sich hoffentlich heute Abend um unsere funktionierende Wirtschaft, die wir jetzt noch haben und die wir eben nicht unterwerfen lassen wollen. Und ich glaube, die Jungen sind bei diesem Thema sehr affin. Man muss sie mitnehmen, da gehe ich einig. Aber wenn wir die Fakten von heute Abend auftischen und vor allem, wenn wir in der Debatte ehrlicher werden, und da spreche ich jetzt nicht die Leute an, die hier drin sitzen, sondern die in den Medien Artikel schreiben oder die beim SRF die Nachrichten plappern, dann bin ich guter Dinge. Super. Lesen. Super. Vielen Dank. Jetzt bin ich sehr gespannt. Guten Abend. Ich heiße Alain Wiesler und ich würde Nein zu diesem maroden EU-Vertrag sagen, weil wir sonst die Kuh der EU wären und die EU saugt unser Geld und macht uns arm. Bravo! Bravo. Ja. Danke dir. Das wäre die Ehrlichkeit, die ich mir wünsche. Markus Lörtscher, ich weiß nicht, wie viele Leute in diesem Saal wissen, was unser Klaus Schwab vorhat. Der Papst hat gesagt, angeblich, wir sollen unbedingt diesem wichtigen Mann zuhören. Glauben Sie, dass wir in ein paar wenigen Jahren keine Nationalstaaten mehr haben auf der Welt? Ja, vielen Dank. Steve Rietiker hat schon gesagt, dass es natürlich in diese Richtung geht, in der Integration der EU. Wobei man sagen muss, dass die einzelnen Staaten natürlich ihre Eigenständigkeit auch pflegen wollen. Also vor allem an der Basis natürlich. Die Leute, die Menschen möchten das eigentlich ja nicht aufgeben. Ich denke, es gibt verschiedene. Ich meine, man sieht Ungarn, man sieht Holland. Es gibt starke zentrifugale Bewegungen. Und ich denke, überall da, wo das Volk beginnt nachzudenken und aufzustehen, wird da etwas in Bewegung gesetzt. Darum sage ich auch, es ist wichtig, und ich stimme ihm bei, dem Fragestellenden, wir müssen unserem Nationalstaat Sorge tragen und das hat nichts mit rückständig oder Bunkermentalität oder Redui-Denken zu tun, überhaupt nicht. Wir müssen eine offene Gesellschaft pflegen, aber der Nationalstaat ist irgendwo die kleinste Einheit, die noch funktioniert und die man überschauen kann. So groß und so klein, wie sie sein kann, wir sehen das auch in den USA, wie es da divergierende Kräfte gibt und das wollen wir nicht unbedingt. Und ich denke, daran müssen wir festhalten und lassen wir uns nicht die Familie kaputtreden von diesen woken Ideologen. Ich kann das nur wiederholen. Pflegen wir die Familie, den Familiengeist und outsourcen wir nicht die Erziehung an den Staat. Der Staat hat nichts in der Erziehung der Kinder zu tun. Ganz kurz eine organisatorische Bemerkung. Ich sehe, dass sehr rege diskutiert wird, das freut mich außerordentlich. Ich schaue aber auf die Uhr und sage, wir sind eigentlich am Ende der Zeit angelangt. Wir nehmen also nach meinem Vorschlag vielleicht noch eine oder zwei Fragen. Bitte sehr. Guten Abend, Peter Seiler. Das Votum, die Jungen mitzunehmen, ist ganz wichtig. Was planet ihr auf den Social Medias für die Leute anzusprechen, zwischen 18 und 35? Das denke ich mir ganz wichtig. Ja, Sie sind der Chef von Pro Schweiz. Ja, ist klar. Mit welchen Mitteln? Was wir tun ist, also Verschiedenes. Wir beginnen jetzt mit Social-Media-Aktivitäten, um Junge anzusprechen. Und ich muss vielleicht sagen, die Jungen, die nicht hier sind, die arbeiten. Ich meine, das muss man auch sagen. Aber wir müssen unser Standing bei der Jugend verbessern. Und wir müssen mit Schulen beginnen, Schulen besuchen. Und da gibt es sehr viel zu tun. Pro Schweiz gibt es jetzt seit 2 Jahren. Ich denke, wir waren sehr aktiv. Aber wir dürfen keinesfalls auf den Lorbeeren ausruhen. Und wenn Sie Ideen haben, wie wir die Jungen gewinnen können, dann sind wir sehr offen.
Wir haben Ideen. Es gibt auch Leute, die außerhalb von ProSchweiz Gefäße nun schaffen, also Unternehmer, die möchten gerne Junge beiziehen und mit ihnen zusammenarbeiten. Die müssen auch nicht unbedingt bei ProSchweiz Mitglied sein. Wir können gewisse Bewegungen anstoßen und die dann laufen lassen. Ich selber bin sehr oft mit 25- bis 35-Jährigen in Kontakt, aber die sagen mir, an einem Dienstagabend kann ich nicht kommen, weil ich bis 20 Uhr arbeiten muss. Das ist leider das Problem. Aber das ist erkannt und wir werden, man kann natürlich auch sagen, ja, wenn wir die Abstimmung gewinnen wollen, dann müssen wir vor allem die geburtsstarken Jahrgänge haben und das sind nun mal wir alle hier drin, oder? Zahlenmäßig. Aber das wäre natürlich Redui-Denken, weil wir tun ja das für unsere Jugend, für unsere Kinder und Enkelkinder. Also die müssen wir abholen. Das Problem ist erkannt, Lösungsansätze sind vorhanden, aber wir brauchen etwas Zeit, um das umzusetzen. Danke mir. Ich würde sagen, letzte Frage auf dieser Seite, bitte sehr. Danke. Stocker Daniel Thun. Ich weiß noch genau, in der Abstimmung vom EWR, dort ist eine Sache mit einem Kleber. Und da hat fast jeder zweite Ding auf dem Karren gehabt, vielleicht mag ich mich noch viel erinnern. Das war die Beißzange, die das Schweizer Kreuz abbissen hat. Und ich finde, das ist ein gutes Medium, weil das hat mitgeholfen dort. Es haben sich alle überall gesehen und überall hat sich jeder Gedanken gemacht. Und ich werde einfach in die Runde bringen, dass mir das Ganze sehr am Herzen liegt und dass ich wirklich würde sagen, sucht nach jedem möglichen Medium, das man irgendwie noch nutzen kann, diese Sache zum Ende zu bringen. Danke vielmals, das war ein Appell. Danke vielmals und ich bleibe, glaube ich, jetzt gerade beim Schweizerdeutsch. Herzlichen Dank für die sehr interessante Diskussion und Ihre sehr aktive Beteiligung. Ich habe nicht das letzte Wort heute Abend, aber was das Podium betrifft, tun ich ganz herzlich Danke sagen für die sehr spannenden Voten. Es ist natürlich heute Abend nicht ein kontradiktorisches Podium gewesen. Das heisst, alles, was für die Verträge spricht, von der Befürworterschaft, sind aus meinem Maul gekommen. Das habe ich auch ein bisschen als meine Pflicht erachtet, um euch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Danke vielmals. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Herzlichen Dank für die Diskussion. Und Ihnen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich bin wirklich beeindruckt, wie viele Leute heute Abend sich für das Thema interessiert haben. Danke vielmals und einen schönen Abend miteinander. Aber es geht noch weiter. Bleiben Sie da. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich darf den Alt-Nationalrat und Alt-Ständerat Adrian Amstutz führen bitten. Müssen wir das aufstehen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitchefinnen und Mitcheffen der Schweiz, das wird immer wieder vergessen. In der Schweiz ist das Volk der Chef. Bis jetzt. Und das muss auch so bleiben. Das Volk ist zu oberst. Es hat das letzte Wort bei Gesetzesänderungen. Dann kommt das Parlament und hier ist der Bundesrat. Und nicht umgekehrt, wie sich einige Bundesrätinnen und Bundesräte benehmen. Es ist so. Und das ist gut so. Und das ist dann eben auch der Unterschied zur EU. Ich flicke der EU nicht am Zeug herum. Die sollen machen, was sie wollen. Das ist ihr Entscheid. Nicht unser, aber in der EU ist es umgekehrt. Da oben ist der Europäische Rat, da ist die Europäische Kommission und da ist das Europäische Parlament, notabene mit 720 Mitgliedern. Es ist eine organisierte Unverantwortlichkeit, die da oben herrscht. Organisierte Unverantwortlichkeit, dirigiert von der Frau von der Leyen
Und dann kommen dann die Staatschefs zwischendurch oder Minister zu einem Treffen und nicken das ganze Zeugs ab. Zwischenstationen gibt es praktisch keine. Und die da unten, die können alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre wählen gehen und sich immer wieder die Augen reiben, was die da oben anstellen. Und das wollen wir in der Schweiz nicht, meine Damen und Herren. Und darum ist es wichtig, dass wir zu diesem Unterwerfungsvertrag Nein sagen. Es gäbe er nach dem Gesagten hier in dieser Runde, war wirklich gut. Ist es schwierig, noch etwas zu sagen? Es ist schwierig, etwas zu sagen, außer man wüsste was, oder? Aber ich habe schon noch etwas zu sagen, 3 Punkte. Man spricht in Bundesbern immer, wir brauchen gleich lange Spieße. Das ist Schwachsinn, meine Damen und Herren. Wir als Kleinstaat brauchen längere Spieße, wenn wir bestehen wollen. Wir haben weder Rohstoffe, wir haben kein Öl, das auf dem Boden quillt und so weiter. Wir haben keinen Meeranschluss, wir haben gewisse Nachteile in der Geografie, dafür Schönheiten. Wir brauchen längere Spieße, das heißt, wir müssen intern die Hausaufgaben machen, deregulieren. Wir müssen der Wirtschaft die Freiheit lassen, die sie braucht, damit sie innovativ und gute Produkte herstellen kann, die auf dem Markt bestehen können, und zwar nicht nur in der EU, sondern weltweit. Da sind wir gut unterwegs, das sollten wir nicht zerstören durch dieses regulatorische Umfeld der EU. Und wir sollten die direkt demokratischen Spielregeln, die wir von unseren Vätern und Großvätern erhalten haben, hochhalten, damit dass die Wirtschaft in einem Umfeld operieren kann, wo sie diese Freiheiten eben auch erhält. Zweitens, es wird immer von einer Schutzklausel balafert jetzt. Meine Damen und Herren, wir haben eine Schutzklausel. 2014 hat das Schweizer Volk zur Massenzuwanderungsinitiative Ja gesagt. Volk und Stände haben Ja gesagt. Das Parlament hat in seiner Mehrheit in einem wohl einmaligen Verfassungsbruch kein einziger Punkt dieses Volksbeschlusses umgesetzt. Kein einziger Punkt. Und heute schwadronieren einige Parlamentarier wieder von Schutzklauseln. Wir haben eine Schutzklausel. Wir müssen sie nur anwenden. Und die, die Schutzklauseln vorschlagen, die denken nicht im Traum daran, meine Damen und Herren, diese Schutzklausel einmal anzuwenden. Nicht im Traum. Und jetzt komme ich zu diesem Bild da, Gessler 2.0. Dann denken natürlich viele, ja, der alte Amstutz, oder? Immer noch in der Rüstung unterwegs. Die ganze Geschichte um Wilhelm Tell, ob sie wahr, unwahr oder erfunden ist, spielt überhaupt keine Rolle. Sie ist einfach hure gut. Und sie prägt unser Selbstbildnis in der Schweiz seit Jahrhunderten. Und das ist gut so. Eigenständigkeit, Freiheit, Bescheidenheit und Fleiß. Das ist Wilhelm Tell. Und wir sollten dieses Vorbild uns nicht verhunzen lassen. Und wenn ich heute so die politische Mehrheit in Bundesbern ansehe, meine Damen und Herren, dann hätte Gessler seine helle Freunde. Wilhelm Tell ging
geraden Blicks, nicht überheblich, aber auch nicht als Unterhund, an diesem Hut vorbei. Auch unter Inkaufnahme von Widrigkeiten, Und er war nicht erfolgreicher Unternehmer mit einem Milliardenvermögen, sondern ein einfacher Mann, der das auf sich nahm, weil er sah, meine Leute in meinem Umfeld werden unterdrückt. Wir haben die Freiheit nicht, wir können nicht selber entscheiden. Und was war Gessler? Gessler war der Landvogt, eingesetzt von den Habsburgen. Er setzte Recht, er richtete, er bestrafte und er zog Geld ein. Genau die gleiche Soße, die man heute anrichten will. Die genau gleiche Soße. Brüssel diktiert, Bundesbern kapituliert und das Volk soll schweigen, erdulden und zahlen. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Und warum darf das nicht sein? Ich sehe viele ältere, weiße Leute, wie ich einer bin. Ich bin auch einer von früher. Und uns könnte das ja eigentlich egal sein. Aber viele von euch und ich auch haben das Glück, Kinder und Großkinder zu haben. Und ich will, und das ist meine Motivation, hier wieder mitzuarbeiten, das ist meine Motivation, dass dieses Land auch in Zukunft frei, unabhängig, direkt demokratisch und eigenständig bleibt. Ich danke Ihnen. Sitzest du schnell da hinten? Da. Gut. Kommst du mit dem Geschenk? Ja. Herzlichen Dank für deine beherzten Worte, lieber Adrian. Meine Damen und Herren, das Fazit ist glasklar. Es stellen sich folgende Fragen. Wollen wir einen präferentiellen Marktzugang, den wir nicht zwingend brauchen, und dafür unsere Souveränität zu verspielen, unsere direkte Demokratie aufgeben und fremden Richtern das letzte Wort überlassen? Eine Gesetzesflut epischen Ausmaßes mit damit verbundener Explosion der staatlichen Bürokratie und Behinderung der Innovation automatisch bzw. zwingend übernehmen? Wollen wir jährlich wiederkehrende Reparationszahlungen in Milliardenhöhe leisten, anstatt das Geld in unser Land und in unsere Jugend zu investieren? Wir meinen ganz klar nein. Ich habe Ihnen meine persönliche Meinung vorher skizziert. Wir sollen unsere Forderungen glasklar und auf den Punkt bringen, unmissverständlich. Und sollte die EU nicht binnen eines definierten Zeitrahmens Ja sagen, dann brechen wir die Übung ab. Allenfalls können wir zu einem späteren Zeitpunkt nach einem Cooling Down über ein Freihandelsabkommen à la Kanada oder andere Optionen reden. Aber das auf Augenhöhe und nicht als jemand, der sich unterwirft. Wie ich auch gesagt habe, Gegenmaßnahmen planen, das heißt nicht, dass wir feindlich sind, aber die anderen werden uns keine Begeisterung zollen. Also seien wir gewappnet und seien wir mutig. Der Bundesrat hat unsere Schweizer Interessen klar zu vertreten und nicht vor der EU in die Knie zu gehen. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum Schluss der Veranstaltung. Ich mache nochmals aufmerksam auf die Kompass-Initiative. Das ist mir ein großes Anliegen. Bitte unterschreiben Sie, nehmen Sie Unterschriftenbögen mit,
werben Sie in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis für Unterschriften, weil wir brauchen diese Initiative, die muss erfolgreich sein. Wir haben eine Türkollekte, die ist nicht für Gessler, sondern die ist als Unkostenbeitrag gedacht für Pro Schweiz. Wenn Sie ein paar vorige Noten oder Münzen haben, dann sind wir sehr froh. Werden Sie Pro Schweiz Mitglied, falls Sie das noch nicht sind und möchten. Und damit komme ich zum Dank, primär an unsere Podiumsdiskussionsteilnehmer. Ich danke für die beherzten, pointierten Statements. Dann danke ich dir, lieber Reto, du hattest es nicht einfach. Aber du hast die Sache gut gemacht und hast uns auf Trab gehalten. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen allen, dass Sie an einem Dienstagabend zu uns gekommen sind. Kommen Sie wieder, bleiben Sie aktiv, gehen Sie auf Ihre Freunde und Bekannten zu, gehen Sie auch auf Junge zu, Ihre Enkelkinder, Ihre Kinder, bringen Sie die mit, weil wir brauchen das. Und es geht wirklich um die Zukunft der Schweiz. Ich danke Ihnen herzlich und jetzt überreiche ich noch ein Geschenk. Was ist das? Der Berner Mutz. Genau, an unsere Podiumsteilnehmer. Herzlichen Dank. Ich denke, das ist ein Applaus wert. Danke vielmals. Ja. Vielen Dank. Also, wer Lust hat, kann noch zu einem Apero kommen, dann können wir das ausklingen lassen. Das findet wo statt? Da drüben. Dann kann man auch noch versuchen, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob man das dann bei allen schafft, aber auf jeden Fall sind wir da. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne noch die Fragen stellen. Und sonst einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank.